Plätze einzunehmen, sodass wir starten können und unsere Ratssitzung von gestern fortsetzen. Zunächst darf ich für das Protokoll feststellen, dass wir die Beschlussfähigkeit erreicht haben und insoweit ordnungsgemäß tagen können. Vor einigen Minuten hatten sich bereits 44 Stadträtinnen und Stadträte eingetragen gehabt und insoweit sind wir ganz sicher beschlussfähig. So, bevor wir dann in der Tagesordnung fortsetzen, wo wir gestern gesagt haben, wir starten heute mit 27.14 und dann in der Chronologie, gibt es Wortmeldungen und da habe ich auf der Agenda Herrn Nitsche und Herrn Scholbach. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich beantrage hiermit den Punkt 27.12 Zustand der Dresdner Brücken vorzuziehen. Ich möchte das auch begründen, das ist eine relativ persönliche Begründung. Ich bin Klassenleiter einer 10. Klasse und ich habe heute Zeugnisausgabe an meine Schüler. Der Antrag stammt von mir und ich würde den doch sehr gern noch persönlich einbringen. Vielen Dank. Es gibt übrigens nur einen Redner und ich versuche mich sehr kurz zu fassen. Können wir es dennoch nach der 27.14 ja, machen können? Nach der 27.14, genau, an zweite Stelle. Herr Scholbach, ich würde es dann abstimmen, habe es registriert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich hätte zwei freundliche, kollegiale Bitten. Und zwar zum einen betrifft das den Tagesordnungspunkt 27.15, ein Antrag meiner Fraktion zum Thema Entwicklung der Schulbibliotheken fortsetzen. Federführend für diesen Antrag verantwortlich ist Anja Apel. Es ist heute ihre letzte Sitzung und es wäre sehr schön, wenn wir diesen Antrag noch behandeln könnten. Deshalb wäre es meine Bitte, dass wir diesen Punkt vorziehen nach 27.14. Und ich habe noch eine zweite Bitte mitgebracht, und zwar betrifft das den Tagesordnungspunkt 35, auch ein Antrag meiner Fraktion, Verstetigung des Angebotes Fit im Park. Hier ist federführend verantwortlich Stadträtin Margot Geitsch. Auch für Sie ist es heute die letzte Sitzung. Und deshalb haben wir die freundliche Bitte, dass wir das dann im Anschluss an 27.15 behandeln. Es wäre eine freundliche Geste, wenn Sie diesem Anliegen folgen könnten. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, da wir die Tagesordnung bereits beschlossen haben, würde ich diese Anträge, die jetzt auf Änderung in der Reihenfolge gekommen sind, dann zur Abstimmung stellen. Weitere Wortmeldungen sehe ich zunächst nicht. Dann darf ich fragen, wer dafür ist, dass wir 27.12 dann heute als zweites, also nach der 27.14 behandeln. Den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Das ist mit 40 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 6 Enthaltung. Also der Klassensprecher ist dann entsprechend rechtzeitig auf dem Weg. So stattgegeben. Dann haben wir den Antrag 27.15 als folgendes zu behandeln. Wer dafür ist, 27.15 folgen zu lassen, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Dreiundvierzig Ja, 3 Nein, 7 Enthaltungen, damit auch so stattgegeben. Und dann war nach gebeten worden, den Punkt 35 dann folgen zu lassen. Wer hier dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Dreißig Ja, 4 Nein, 19 Enthaltungen, damit auch so stattgegeben. Also, wer jetzt unsere Stadt in den heutigen Tag in der Reihenfolge 27.14, 27.12, 27.15 und dann 35 und